Es ist nun erneut Zeit, eine weitere Frage zu den neuen Intel-CPUs der 10. Generation in den Raum zu werfen. Hat Intel vielleicht mit der CPU, um die es heute geht, eine Chance gegen Ryzen? Ja, langsam arbeite ich mich hinunter mit den neuen Intel-Prozessoren. Jetzt steht der Intel Core i5 10400 mal im Rampenlicht. Auch hier geht es wieder um einen 6-Kerner mit 12 Threads, wie es auch der Fall beim i5 10600K ist, den ich euch neulich erst vorgestellt habe. Dieser konnte insbesondere beim Gamen rattenscharfe Performance hinlegen. Doch wie sieht es mit dem kleineren 10400 aus? Ist überhaupt ein Abfall der Gaming-Leistung feststellbar oder könnte sogar diese günstigere i5 Comet Lake CPU für reine Gamer die noch etwas attraktivere Wahl darstellen, also wenn man auf den Preis schaut? Und wie schlägt sich da die Konkurrenz AMD? Vielleicht sollte ich euch auch mal den Preis des 10400 nennen. Der liegt derzeit bei rund 180 bis 190 Euro. Taugt nun dieser Prozessor was oder sollte man sich lieber nach etwas anderem umschauen? Was sich auf jeden Fall schon mal grundlegend von den anderen K-Modellen i5 10600K, 10700K und 10900K unterscheidet, ist die Tatsache, dass hier von Intel ein Boxkühler mitgeliefert wird. Wer kennt ihn nicht, den ästhetisch heißesten, gut aussehendsten Kühlermarkt? Der ist wirklich so hot, dass glatt der Großteil des Aluminiumkühlkörpers weggeschmolzen ist. Wir können also schon mal darauf schließen, dass der i5 10400 in Sachen Temperaturen wohl keine Probleme machen wird, wenn so ein mickriges Ding die CPU theoretisch gekühlt bekommt. Ach ja, auch hier nochmal ein klitzekleines Dankeschön an den Shop Equipper für schnelle Besorgen aller CPUs zu doch angemessenen Preisen. Damit habe ich für meine Verhältnisse ordentlich an Geschwindigkeit gewonnen, was die Fertigstellung der Testberichte angeht. Heute im Überblick teilen sich drei bestimmte CPUs den Platz in der Gegenüberstellung. Und zwar der i5 10400, der 10600K und AMDs Ryzen 5 3600. Alle hier sind 6 Kerne mit jeweils 12 Threads. Bis auf den heutigen 10400, wie schon das Fehlen des Endbuchstabens K deutlich macht, können die anderen zwei theoretisch noch übertaktet werden. Der 10400 hat aber leider einen gesperrten Multiplikator, was ich und viele von euch auch ja immer etwas schade bzw. sogar ärgerlich finden. Immerhin erlaubt die Konkurrenz AMD schon seit Jahren, selbst bei sehr preisgünstigen Modellen am Multiplikator je nach Bedarf zu kurbeln. Die Hauptunterschiede, auf dem Papier zumindest, zwischen 10400 und teureren 10600K sind daher unter anderem die Tatsache, dass der 10600K über einen frei wählbaren Multiplikator verfügt, deutlich höher taktet, vor allem was den Basistakt betrifft, und eben eine höhere TDP aufweist. Mit der Angabe 65 Watt beim 10400 und das bei Intel sollte schon mal heißen, dass wir die Temperaturen wohl nicht kritisieren werden müssen. Ansonsten bleibt alles in etwa gleich. Selbst gleich viel Cache bekommen wir hier. Naja, und theoretisch taktet die integrierte Grafikeinheit maximal 100 MHz niedriger, was ich aber aufgrund Interessensmangel bei den meisten von euch und ehrlich gesagt auch bei mir nicht testen werde. Obwohl es theoretisch sinnfrei ist, so einen Non-K-Prozessor mit einem Z490 Mainboard zu paaren, mache ich genau das, da ich jetzt nicht extra für die Tests mir so ein angemesseneres H470 oder B460 Brett zulegen wollte. Auch wenn es für manche den Anschein hat, als würde ich im Geld schwimmen, dem ist nicht so. Von daher bleibe ich für die ganzen Intel-Tests erstmal beim ASRock Z490 Extreme 4 Mainboard. Aber wie gesagt, B460 oder H470 wären definitiv angemessener. Overclocking wird von diesen Chipsätzen offiziell zumindest seitens Intel nicht unterstützt, auch wenn manche Mainboard-Hersteller hier und da ein paar Ausnahmen mit Hilfe kleiner Tricks machen. Gekühlt wird heute logischerweise mit dem mitgelieferten Boxkühler, doch die Haupttests wurden tatsächlich der Vollständigkeit halber mit meiner standardmäßigen Deepcool Castle 240EX All-in-One-Wasserkühlung durchgeführt. Werden alle 6 Kerne zu 100% ausgelastet, taktet der 10400 auf genau 4 GHz hoch, kann diesen Takt aber leider nicht dauerhaft halten, was mich jetzt tatsächlich etwas überrascht. Mit dem 10600K hat's ja viel besser ausgesehen und hier gibt's dann auf einmal wieder einen Rückschritt in der Richtung. Schon eigenartig Intels Politik. Das Interessante daran ist, dass der 10400 nicht einmal den vollständigen Cinebench-Lauf zu Ende schafft, ohne vorher 100 MHz runterzutakten.
kann aber wenigstens hier bei dieser eher als Low-Power-CPU der versprochene Maximal-Turbotakt von 4,3 GHz eingehalten werden? Nein, leider auch nicht. Anstatt den 4,3 GHz grinsen mir nur 4,1 GHz ins Gesicht. Naja, gut, keine Katastrophe, wirkt sich ehrlich gesagt kaum auf die Leistung aus, doch schon kurios. Ich bezweifle, dass es allein an den Spannungswandlern des Mainboards liegt, wie manche des Öfteren jetzt vermutet haben. Ich will jetzt aber kein unnötiges Drama daraus machen. Ihr wisst ja, dass ich bei Ryzen 3000 auch nicht auf den Nörgelwagen aufgesprungen bin, als es letztes Jahr bei AMD Probleme in der Hinsicht gab. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich sowas ganz korrekt von Intel und oder AMD finde. Sicherlich werden aber BIOS-Updates Abhilfe schaffen, wobei sicherlich nicht alle Mainboards in Kombination mit bestimmten CPUs von diesen Problemchen betroffen sein werden. Was mich allerdings viel mehr stört, ist, dass Intel uns eine, unter Anführungsstrichen, neue Plattform liefert, doch in Sachen Features wie PCI Express 4.0 stark hinter AMDs aktuelle Plattform hinterherhängt. Kann schon sein, dass mit so einer CPU unter der 200-Euro-Marke PCI Express 4.0 nicht groß von Bedeutung ist, da man sich wohl kaum teure, superschnelle NVMe-SSDs in Kombi mit so einer CPU holt. Dennoch, ich wollte es nur allgemein nochmal erwähnt haben für die neuen Zuschauer unter euch. Dann lasse ich es mal abgehen in den Tests, wie immer mit einer RTX 2080 Ti-Grafikkarte, damit es zu keinen groben GPU-Bottlenecks kommt. Viel Spaß euch! Okay, ich will es jetzt kurz halten. Der i5-10400 kann auf jeden Fall richtig abgehen, auch zu einem Preis, der an der 200-Euro-Grenze kratzt. In Sachen Gaming-Leistung kann der 10400 im Vergleich zum teureren i5-10600K nach wie vor überzeugen. Es ist hier und da definitiv eine niedrigere Bildrate mit dem 10400 festzustellen, doch ganz ehrlich, in den meisten Spieletiteln spielen 10400 und 10600K in derselben Liga. Also für reines Gaming, wobei schon der 10600K keine schlechte Figur mehr macht, finde ich, ist der heutige 10400 sogar noch ein Stück attraktiver in der Hinsicht. Anders sieht's natürlich aus, wenn man der CPU Multicore-Leistung abverlangt. Ich will jetzt nicht behaupten, es seien Welten zwischen diesen zwei i5-Modellen, doch man bekommt schon spürbar weniger Rohleistung geboten. Also keine ideale CPU mehr, wenn man neben Gaming noch oft etwas rendert oder streamt. Das macht AMD wiederum deutlich besser. Im Moment zumindest kostet der i5-10400 so 180 bis 190 Euro. Den Ryzen 5 3600 bekommt man sogar schon für etwas weniger, und zwar für so circa 160
60 bis 170 Euro. Dennoch ist der Ryzen 5 3600 dem i15400 in wesentlichen Multicore-Aspekten deutlich überlegen, keine Frage. Wo der 3600 von AMD allerdings stark abfällt, ist Überraschung beim Gamen. Bei so hohen Bildraten zwar meiner Meinung nach oft zu vernachlässigen, zumal die meisten wohl mit einer 180 Euro CPU im GPU-Limit spielen, da eine RTX 2080 Ti dafür wohl ein bisschen zu teuer wäre, aber dennoch, theoretisch zaubert der 10400 um ein ganzes Stück mehr FPS auf den Bildschirm, als was mit einem Ryzen 3600 möglich ist. Trotz fast als uralt zu bezeichnender CPU-Architektur kriegt es Intel scheinbar vor allem bei den kleineren Modellen doch noch hin, den Stromverbrauch und selbst Temperaturen gut aussehen zu lassen. Da kann man echt nicht meckern, nicht einmal mit dem Boxkühler. Naja, davon abgesehen, dass dieser recht nervig im Betrieb ist. Also hier muss ich klar sagen, wer die Wahl zwischen i15400 und Ryzen 5 3600 hat, hat es gar nicht mal so leicht. Für reines Zocken, keine Frage, übernimmt der 10400 die Führung. Wer dann daneben mehr machen will, wie Rendern, Videobearbeitung, vielleicht sogar Streamen, der ist mit dem AMD-Prozessor besser aufgestellt. Immerhin, wie gesagt, muss noch beachtet werden, dass die Unterschiede im Test mit einer RTX 2080 Ti größer ausfallen als mit einer Mittelklasse-Grafikkarte, die man ja normalerweise wohl mit so einem i5 10400 oder Ryzen 5 3600 verbaut. Heißt also, dass man nicht mehr so viel vom Vorsprung des 10400 merkt, da man sich dann automatisch im GPU-Limit befindet. Kann man jetzt so oder so sehen, doch ich würde auch hier erneut eher zum AMD Ryzen 5 3600 tendieren. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich will sagen, ihr hört dann von mir wieder im nächsten Video.